Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Ja, heute zeigen wir euch mal etwas, was es Neues gibt bei uns. Viel Spaß beim Anschauen. Modelleisenbahn Träume ist ja jetzt offizieller Märklin Insider Stammtischgründer hier im Schwarzwald-Baar-Kreis mit Standorte natürlich in Bad Dürrheim, in unserem schönen sonnigen Bad Dürrheim. Ja, und wir werden jetzt dann bald veröffentlicht im Märklin Insider Magazin und da sind wir dann zu finden. Ja, unsere Homepage hat sich in dem Fall auch geändert und hat jetzt eine Seite mehr, eben die Märklin Insider Seite, die wir jetzt benutzen dürfen. Und deshalb waren wir jetzt bei unserem Modellbauhändler Hauer in Donaueschingen und haben uns diese MS2 mit Anschlussbox und Strom Adapter angeschafft. Damit wollen wir nämlich einen Kreis machen und bei den Insider-Stammtischtreffen, die wir vorhaben, wollen wir dann dort auch das eine oder andere Modell fahren lassen und zeigen. So, ja, ich höre gerade, Moment, wir müssen mal kurz umschalten zu unserem Außenkorrespondent. Er klingelt nämlich hier gerade an, dass er dringend etwas berichten muss. Dann schalten wir jetzt mal rüber nach Rust zu unserem Außenmoderator. Ja, hallo, jetzt hier vom live vom Europapark. Jetzt geht es weiter, die Reise mit Jim Knopf. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen bzw. indirekt dem Mitfahren. Ja,
Ja, das war die Jim Knopf Erlebnisfahrt im Europapark. Und ich gebe zurück ins Studio nach Herztal. Ja, willkommen zurück hier in Herztal. Das waren ja tolle Eindrücke, die wir hier erleben durften. Ja, wir hier haben natürlich wieder Zuwachs bekommen in Herztal. Und zwar von Märklin, das Zugset 4393. Und es ist wirklich ein tolles Set. Und es hat mir immer schon gefallen, dieses Coca-Cola bedruckte Modell. Und deshalb mussten wir das haben in unserem Bestand. Hier wird natürlich die 218 im passenden Farbton dann davor gespannt. Unser anderes Zugset von der gleichen Bauweise haben wir ja im Verkauf, habt ihr sicherlich gesehen. Falls da Interesse besteht, darf man sich gerne mit uns in Verbindung setzen und dann können wir darüber reden. Ja, dann wollen wir mal schauen und schwenken nochmal woanders hin. Ja, wir haben unseren Lux-Schienenschleifwagen wieder bekommen. Der hat ja etwas Probleme gemacht. Und dann haben wir ihn zur Firma Lux eingeschickt. Ja, und nach 2 Wochen kam er jetzt wieder und wurde eben repariert und ja, eine kleine Rechnung bekommen. Also wirklich wunderbar. Also es lohnt sich, das Fahrzeug zu Lux zu schicken. Und für wenig Geld bekommt man dann es wieder ganz neu repariert zurück. Ja, und wir sind schon wieder am Ende angelangt dieses Videos. Ein kurzes, aber sehr interessantes, hoffe ich doch. Und wir werden natürlich oder sind derzeit dabei, weitere Videos vorzubereiten. Auch in Zusammenarbeit zwischen Herztal und Affental. Da dürft ihr aber gespannt sein, was da noch kommt. Ja, ich kann nur hier die besten Grüße an euch senden. Baut schön an euren Anlagen weiter. Wir bauen ja natürlich weiter über den Sommer hinweg. Bei uns gibt es keine Sommerpause. Alle anderen, die Sommerpause machen, wünschen mir gute Erholung. Viele Motivationen, dass es dann wieder bald bei denen weitergeht. Ja, dann sage ich mal, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Bis dahin sage ich viele Grüße, euer Markus und tschüss.